Hallo miteinander, heute gibt es aus gegebenem Anlass mal einen Beitrag, der ein wenig aus der Reihe der sonst üblichen Europapark-Videos fällt, der dennoch aber auch für Freunde des Freizeitparks das Rust interessant sein könnte. Wie offiziell bestätigt wurde, wird nun eine der heftigsten und sicher auch beeindruckendsten Achterbahnen überhaupt geschlossen, nämlich Mindbender, eine Anlage, die eine in den 37 Jahren, in denen sie in Betrieb war, sehr bewegte Geschichte aufweist. Was genau Mindbender ist und was die Attraktion so besonders macht, könnt ihr jetzt hier erfahren, also seid dabei. Mindbender wurde 4 Tage vor Weihnachten 1985 in der West Edmonton Mall, einem der größten Einkaufszentren der Welt, eröffnet und hält bis heute den Rekord für die höchste Indoor-Achterbahn. Legendär war Mindbender aber vor allem für die extrem hohen G-Kräfte, die die Bahn erreichte. Beim Durchfahren des dritten und damit auch finalen Loopings soll man je nach Quelle einer maximalen Beschleunigung von 5,5 bis über 6G ausgesetzt gewesen sein, was Mindbender in dieser Kategorie einen internationalen Spitzenplatz verschafft. Mit einer Streckenlänge von 1280 Metern und einer maximalen Geschwindigkeit von 100 km/h ist sie zudem die längste und schnellste Indoor-Achterbahn der Welt. Traurige Berühmtheit erlangte Mindbender im Jahr 1986, als sich auf ihr eines der schwersten Achterbahnunglücke überhaupt ereignete. Einer der 4 Wagen prallte gegen einen Stützpfosten, nachdem sich zuvor die Radkonstruktion gelöst hatte. Insgesamt 3 Menschen starben dabei, ein weiterer wurde schwer verletzt. Anfang des Jahres 1987 wurde unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen der Betrieb wieder aufgenommen. Dass die Bahn nun endgültig schließen wird, kam für viele sicher überraschend, wenngleich sie bereits seit 2021 nicht mehr in Betrieb genommen wurde. Zuvor war die Vermutung im Raum gestanden, der Betrieb der Bahn würde aufgrund von Lieferengpässen bei den Ersatzteilen nur vorübergehend pausieren. Mit dem Abbau von Mindbender verabschiedet sich eine weitere legendäre Achterbahn der 80er Jahre. Da merkt man wieder, wie schnell die Zeit doch vorbeigeht. Ja, und damit soll es auch wieder gewesen sein für heute. Also bis dann.